Hallihallo und herzlich willkommen beim zweiten Part von der Servervorstellung vom Megadrake Hexit Server. Ja, wir haben den OP-Clan gemacht. Das ist einfach der Clan, der die Operator gegründet haben. Hier darf jeder reinkommen und sich ein bisschen aufbauen oder so. Dann darf er auch wieder wechseln auf einen anderen Clan, einen gründen oder so weiter. Und das ist momentan in so einer frühen Phase vom Server gerade ja nicht so leicht jetzt andere Clans zu haben. Also als Operator wollen wir einfach einen Clan haben, wo wir halt dabei sind, aber dem Clan eigentlich nichts Positives so machen, einfach im Survival-Modus natürlich und so weiter. Wir haben hier mal einen Spawn von der Stadt, die wir machen, das dann voll mit Clans ist und so. Und hier oben kommt ein Wolkenkratzer hin, da muss ich aber noch extrem viel Sachen farmen. Und die Stadt wird ein bisschen modern mit diesem Stein, das ist der Basaltstone und Wolle gemacht. Und hier, wo es Savanne ist, werden Fabriken und so kommen. Und hier außen herum werden die Bürogebäude und die Wohngebäude gebaut. Hier haben wir nämlich ein Extremely Hill, Extremely Jungle, genau. Und ja, das ist unser Projekt, damit wir etwas zu bauen haben. Und jetzt zeige ich euch hier gerade die Region der Operators, die einfach hier gebaut haben. Zuerst einmal hier haben wir das Haus von Paolo Witz. Der ist gerade online, ja, Pauliwitz, tut mir leid. Er hat, ja, so ein Landhaus gemacht in Weiß. Sind zwar nicht so unbedingt die Clan-Farmen, aber ich denke, ihm gefällt es halt einfach besser. Er kann ja zum Beispiel Banner, wenn es gibt. Ich muss kurz schauen. Ja, es gibt nur das Banner. Schade, sind einfach zu alte Mods drin. Ja, kann man leider nichts machen. Und ja, irgendwie kann man vielleicht Flaggen machen mit Wolle oder so. Ich glaube, Teppich gibt's schon, oder? Nicht? Nö. Okay. Chips. Hab keine. Ich habe keine gesammelt wieder. Ja, ist ja leicht. Unterirdisch gibt's manchmal auch. So, einfach mal als Zusatz. Hier ist unser Chocobo-Labor. Hier werden die Chocobos danach ein bisschen gehalten und ein bisschen von den Güssel Greens angepflanzt. Ja. So, und sonst gibt es ja Meteoriten, die Meteor-Chips. So, jetzt möchte ich noch kurz in das Haus, das sonst sehe ich es. Ja, vergesse ich es noch zu zeigen. Also wenn ihr irgendwo wohnt und ihr möchtet gerne ja, dass ich das Haus vorstelle, dann dürft ihr es immer unter den Vorstellungsparts natürlich schreiben oder per PN oder in-game sagen und zeigen, wo mein Haus ist oder eben beschreiben. So, so hat es hier. Da ist ein Loch, okay. Ein kleines Loch. Ich werde hier mal ein bisschen ausleuchten. So. Weil ich ja kostenlose Fackeln habe, die man einfach so cheaten kann als Owner. Ist das nicht, ne? Nein, eigentlich will ich sie nicht cheaten, aber ich bin gerade im Kreativ-Mode. Deshalb benutze ich keine. So, also, das ist die Monsterfalle von D2. Und D2 heißen XXX Racer, XO Racer, OX und Mutig. Kein Kriegsgebiet, ja. Also eben auf dem Server ist es so, es gibt PvP, aber nur unter den verschiedenen Clans. Oder an bei Spielen, die nicht
nicht, ja, halt Krieg auf dem Server haben. Es gibt ja auch Spiele, die unabhängig Level PvP machen möchten und so weiter. So, und in diesem Mod, in dem, also Modpack Hexit, gibt es ja dieses Portalsystem mit den Türen. Und oh, Stahltüre. Wo hat jetzt das Ding? Irgendwo hat er noch mehr Portale. Und diese werden wir auch verwenden, dass ihr nicht so weit rennen müsst, um Dungeons zu finden. Also es wird dann immer wieder erweitert und so weiter. Und ja, wie soll ich sagen? Das werden wir natürlich auch hinstellen. So. Für, zum Wegmachen solcher Rift Gates müsst ihr halt dann den Rift Remover benutzen. Den kann man eigentlich easy craften. So, hier ist auch ein Meteorit runtergekommen. Einen Obsidian-Meteorit, okay. So, dann haben wir nochmals ein Meteorit runtergekommen. Oh, wir können doch nicht überall Meteorit-Sheets machen. Also eben Mega Coolmans Insel würde ich ja zeigen. Und hier ist Kubanellos Wald. Der hat hier ein Haus da drin gebaut. Und das ja, wird irgendwann mal fertig gebaut, wenn er wieder mehr Zeit hat. So. Hier ist Mega Coolmans Insel. Er hat gesagt, er baut kein Haus hier drauf. Er hat jetzt einfach hier noch ein Twilight Forest Portal. Und hier bin ich ja im Let's Play am Chocobo Farm machen und danach das Haus bauen. Das ist mein Gebiet hier. Und ah, hier ist das Portal. Da kann ich das auch kurz zeigen. Es führt dann auch weiter. Ah ja, es ist glaube ich bei Pauli Witz. Das habe ich einfach nicht gezeigt. Ja, wir sind drüben bei Pauli Witz. Und jetzt könnte man hier zum Beispiel zu Razor gehen oder zu den Essenzen. Okay, und bei den Essenzen ist einfach Lager. Ah, da hat es einen. Das ist die Riftwelt. Die ist einfach schwarz. Und man kann nicht weiter. Das sind immer so kurze Teile. Und auf der Map sind manchmal so Tore, wo dann zu einem Ding führen. Zu auch Riftwelten, die dann größer sind und dann auch so Ruinen haben und so weiter. So. Ah, oh, die Türme sind kaputt. Jemand hat die Bosse besiegt und dann gehen nämlich die Türme kaputt. So eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit. Nein, nein. Der ist auch kaputt. Die armen Türme. Wieso gehen die kaputt, wenn man sie lootet? Das ist so eine Frechheit. So, hier wurde leider ein Haus von einem Inaktiven von einem Meteorit getroffen. Weil es doch kein Meteorit-Shield gibt. Also ihr solltet, wenn ihr Haus baut, immer ein Meteorit-Shield aufs Dach tun oder so. So, hier baut Novolem sein Haus. Und wie ich es vorgestellt habe, habt ihr vielleicht schon im Let's Play gesehen, aber ich werde es nochmal vorstellen. Hier gibt es solche Blöcke, die sind von Twilight Forest. Und da hat er ein Chocobo und hier hat er die Treppe nach oben. Und ja, hier ist er am Bauen. Hier hat er eine Smeltery. Und ein Buch, das einfach herumliegt. Okay, ein Ofen. Okay, das ist jetzt ein Ofen. Das will ich nicht in den Ofen tun. In eine andere Kiste. Da drunter. So. Also. Gut, was haben wir denn noch für Spielergebäude? Leider noch nicht so viele. Es ist ja immer ein sehr neuer. Ein wochenalter Server und die meisten farmen erst. Die bauen wirklich die Häuser erst viel, viel später. Wir haben jetzt im Durchschnitt ungefähr so 10 bis 15 User auf dem Server. Slots gibt es 8. Wenn die voll sind, werde ich direkt erhöhen. Aber es müssen zuerst bei Downtimes, also bei Abendzeiten, viele online sein. Und etwas noch. Ihr dürft sterben. Ihr dürft die Grabsteine auch liegen lassen, aber allzu viel am Spawn sind nicht gut und ihr bekommt auch Razor nicht Dead Aims töten. Also bitte am besten nicht liegen, weil sonst liegen lassen, sonst werden nämlich die Grabsteine abgebaut und ihr bekommt die Items nicht mehr. Und hier Event Pro. Ich werde die natürlich nach einiger Zeit dann wieder abbauen. Aber sagt am besten
Bescheid. Weil sonst bekommt ihr die Items nicht mehr zurück. So, außerdem gibt es ein Schatzsuche-Event. Ich werde irgendwo auf der Welt, in der Nähe von Spielerhäusern oder sonstiges, einfach wo Spieler schon sind, Schatztruhen verstecken und die haben immer Hinweise. Also in den Schatzkisten ist was und es führt zur nächsten Schatzkiste. Immer so weiter. Immer Kettenbriefe so. Kettenschatztruhen, Kettenhinweise. Und wenn jetzt zum Beispiel ihr findet, zum Beispiel hier oben, hier drinnen, eine Kiste. In der Kiste oder auf der Kiste hat es ein Schild. Nein, ein Buch. Ja, Buch ist nicht gut. Ist nicht gut. Ein Schild ist drauf oder drüber und daneben, wo steht, wo die nächste Kiste ungefähr ist. Und die müsst ihr dann wieder suchen. Einfach ein Hinweis. Und wenn ihr, wenn ihr immer wie weiter geht, desto bessere Kisten findet ihr auch mit besseren Schätzen. Und so möchte ich euch einfach ein bisschen motivieren, auf dem Server zu bleiben. Ein Spielchen machen wir eben Schatzsuche. Und vielleicht erzähle ich dann euch auch ein bisschen von den Events, die geplant werden, weil so öffentlich möchte ich die Events nicht ankündigen. Dann ist nämlich immer der On, der gerade On ist, darf das Event mitmachen. Die anderen müssen halt wahrscheinlich im Forum kurzfristig schauen. Und große Events werde ich ankündigen. Zum Beispiel 1. August ist der Nationalfeiertag von der Schweiz und da möchte ich auf dem Server, weil es eben ein Schweizer Owner Server, also der Owner, der bin ich, eben, dass ich Schweizer bin und ja, einfach es ein bisschen etwas machen will. Und dieses Event muss ich noch vorbereiten, ich muss noch ausdenken, was es überhaupt wird. Aber ich sage es euch dann Bescheid, schaut im Forum nach oder schaut eines der Videos, das ich dann mache. Und ich hoffe, es sind 8 Leute dann auf dem Server. Und das Event kann dann mit 7 anderen Spielern beginnen. So, also das war der zweite Part von der Servervorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und eben, wenn ihr Lust habt, bitte schreibt nicht unter die Videos, ihr möchtet gerne auf den Server. Schreibt mir eine Gmail, also eine E-Mail an draco mit c basler@gmail.com und mit einer kleinen Bewerbung, weil ich möchte einfach, dass die Spieler, dass ich die Spieler kenne und das ist einfach, der Server ist halt nicht ganz offen, er ist weitlistet wegen den Griefen und den Typen, die dann einfach irgendwelche Probleme machen. Und deshalb ist er nicht ganz offen. Aber ihr dürft jederzeit, wenn ihr auf der Whitelist seid, dürft ihr jederzeit auf den Server. Hinterlasst ihr zu viele Grabsteine und baut sie nicht ab oder sagt nicht Bescheid, wenn ihr die ganze Zeit sterbt am Spawn oder so. Dann kann es sein, dass ich euch wieder rausmache aus der Whitelist. Aber ihr dürft natürlich immer wieder reinkommen. Aber dazu müsst ihr einfach euch auch daran halten und bitte die Regeln am Spawn lesen und so weiter. Also das ist schon wichtig. Wer baut hier immer diese Dinge? Also bitte, wenn ihr solche hilfreichen Konstruktionen baut, dann bitte auch wieder abbauen oder Bescheid sagen, wenn ihr dann einfach gebraucht habt, diese Konstruktion. Sonst muss ich oder ein anderer ohne die ganze Zeit abbauen und das ist nervig. So, und eben mit Retreat am besten machen, damit ihr keine zerstörten Gebäude habt. Und eben, ihr dürft hier eben für Clans bauen, ihr dürft alleine bauen, ihr dürft mit anderen Spielern bauen und so weiter. Das ist völlig frei, aber eben in Clan-Gebieten und in umzäunten Gebieten mit dieser Wolle, mit der schwarzen Wolle ist innerhalb ist das Bauen halt nicht so frei möglich. Das wird dann abgerissen. Wir sagen uns eventuell Bescheid, wenn wir wissen, wer da gebaut hat. Aber es wird eigentlich abgerissen, sobald wir das Gebiet einfach brauchen zum Bauen. So, überall wird Städte haben. Ihr dürft Clan-Städte machen. Ihr dürft in neutralen Städten wohnen. Und am Spawn dürft ihr auch wohnen. Aber
baut bitte so, dass es einfach passt zur Stadt, die da gebaut wird. Und in Operator-Stadt dürfen die Operator-Clan-Mitglieder auch bauen, aber auch wieder passend und nicht zu groß. Weil es eine Stadt ist, sollte die keine Farm oder so machen, außer unterirdisch oder so. Und das nächste Video kommt, sobald wir ein bisschen mehr zu zeigen haben. Und dann vielleicht wieder ein bisschen mehr von der Operator City und von der Spawnstadt. Das hat mega cool, man, das Projekt. Und er hat momentan einfach nicht so viel Zeit zum Bauen. So. Ja, dann sage ich mal Dankeschön fürs Schauen und auf Wiedersehen. Und vielleicht nächsten Sonntag kommt der dritte Part. Also, tschüss Leute. Vielen Dank fürs Schauen. Bye.